Ja, ich sage vor allen Dingen mal guten Abend. Ich freue mich natürlich über die Einladung. Ich habe ja einen langen Weg hinter mich gebracht hier. Und bin wirklich baff, dass so viele Leute sich für den alten Film da interessieren. Toll. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke. Ja, lieber. War eine Überraschung, weil ich habe diese Alternative habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, mit einem Doppelschluss, ne? Ja, zu dem Schluss ist ja einiges zu sagen, aber dazu kommen wir ja vielleicht noch. Ja, ja. Im Abspann oder im Vorspann stand ja noch der damalige Name, Charles Knetschke. So bin ich geboren, ja. Ja. Vielleicht können Sie uns mal sagen, wie Sie zu dieser Filmrolle gekommen sind. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich fange schon gleich an mit Reklame, aber ich habe dann doch irgendwann jetzt angefangen, mal Geschichten aufzuschreiben aus meinem Leben. Das wird im März ein Büchlein geben, das wird dann auch in den Buchhandlungen vermutlich herumliegen. Und das wird die blaue Mütze heißen. Und ich weiß nicht, ob ich hier sitzen würde, wenn ich nicht Gerhard Lamprecht getroffen hätte, der mich in der Straßenbahn gesehen hat, Ecke Friedrichstraße, Leipziger. Als ich aus der Straßenbahn stieg, sprach er mich an. Und er hatte mich schon mal gesehen. Und deswegen ist das eine merkwürdige Sache mit dem Zufall, weil er sah, dass dieser Junge mit der blauen Mütze da wieder sitzt. Einmal war ich ihm entkommen, da wollte er mich schon mal ansprechen. Und diesmal hat er mich also angesprochen und meinte, er macht einen Film über Berliner Kinder und er sei Regisseur. Und ob ich nicht gleich mal mitkommen könnte zum Dönhofplatz, da wäre das Büro der DEFA. Und natürlich bin ich nicht mitgegangen, ist ja klar. Zu der Zeit ging ein helles Berliner Kind mit niemandem mit. Und aber am nächsten Tag kam dann ein Aufnahme. Also meine Mutter hat sich totgelacht, als ich ihr die Geschichte erzählt habe von dem Filmregisseur, ist ja klar. Und weil ich halt dem was vorgeschwindelt, ich habe gesagt, ich müsste zum Friseur und hätte keine Zeit. Außerdem müsste ich dann nach Hause und so. Weil wir hatten gerade eine Wohnung bekommen in Schöneberg. Wir wohnten aber, hatten ein Zimmerchen in der Zimmerstraße. Und das war sogenannter sowjetischer, russischer Sektor. Und wir kriegten eine Wohnung im amerikanischen Sektor. Das war damals alles so. Die Lebensmittelkarten waren ja auch unterschiedlich. Deswegen bin ich dann immer noch mal zurück mit der 74 bis Leipziger Ecke Friedrich, um da noch einen Rest einzukaufen. Und deswegen habe ich den überhaupt getroffen. Und naja, dann lief es relativ, also wie gesagt, dann stand plötzlich ein Aufnahmeleiter bei uns vor der Wohnungstür und erzählte, worum es denn überhaupt ging, dass dann Filme gemacht würde und ob ich denn Lust hätte dazu. Ja, klar, ja, gut. Und dann hat man sich irgendwann, haben sich dann 30, 35 Kinder, für die er zusammengesucht hat, an Schulen oder eben auf diese Weise, wie er mich angesprochen hat. Und wir haben uns dann alle, das meiste, was Sie gesehen haben heute, ist sozusagen die krumme Straße in Charlottenburg. Also auch die Tankstelle und das meiste hat in Charlottenburg, ist in Charlottenburg gedreht worden. Und dann hatte, also Sie haben ja schon erzählt, also von Emil und die Detektive, er konnte sehr gut mit Kindern. Und wir mochten ihn auch alle gleich sehr gerne und so. Und hat dann auf so einem Stühlchen gesessen und wir haben um ihn herum gestanden, in den Trümmern da. Und dann sagt er, ob einer von uns was machen würde, Lust hat, was weiß ich, irgendwas zu erzählen oder ein Gedicht aufzusagen oder was weiß ich. Und wie das so ist, was habe ich gemacht? Ich hatte einen Vater, es gab schon zu der Zeit Boxsportveranstaltungen im Friedrichstadtpalast. 1946. Es war also im März ungefähr, Frühjahr 46. Und da hat er mich mitgenommen zu einer Boxveranstaltung und ich habe mir so eine
Porzellan-Ding aus den Trümmern gesucht und habe das als Mikrofon benutzt und habe sozusagen eine Reportage des Boxkampfes, den ich ein paar Tage vorher gesehen hatte, gemacht. Und offensichtlich war das irgendwie wohl ganz nett und lebendig oder was, keine Ahnung. Und daraus ist dann diese Rolle geworden. Und ein bisschen genauer steht das alles in dem Büchlein, was ich da aufgeschrieben habe. Da steht auch ein sehr netter Text, den Lamprecht, den ich zitiere. Lamprecht hat in einer Berliner Zeitung dann später in einem Interview sehr ausführlich darüber geschrieben, wie er die Kinder gefunden hat und wie er sozusagen mit ihnen gearbeitet hat. Und sie hatten natürlich alle furchtbaren Schiss mit den vielen Kindern, wie das funktioniert und ob das endlos dauert natürlich, die Arbeit mit den Kindern. Das sah ja auch gefährlich aus. Ja, klar, aber ich meine, ja, zu der Zeit waren wir ja sowieso dauernd in den Trümmern. Mhm. Wir hatten ja wunderbare Spielplätze, das darf man ja nicht vergessen. Also, wenn ich dran denke, wo ich gewohnt habe, in der Kulmer Straße, wo unsere Wohnung dann war, in Schöneberg, wann kam denn da ein Auto? Wir konnten auf der Straße Fußball spielen, wir haben Schlagball gespielt, wir konnten in den Trümmern herumwühlen. Das war natürlich fantastisch, ne? Verglichen mit heute, weiß ich nicht. Also ich vermisse da nichts an Spielmöglichkeiten, die wir damals hatten. Ne? Also insofern. Naja, und so lief das dann. Und das war übrigens nicht in der Staatsoper die Premiere, sondern im Admiralspalast. Ah ja. Die war im Admiralspalast. Ja, weil die damals noch im Admiralspalast, aber das... Die Oper war im Admiralspalast, gastierte dort, wurde aber eben auch benutzt für Premiere. Die wurde erst wieder aufgebaut. Ja. Richtig. Ich kriegte damals... Können Sie sich an die Premiere erinnern? Ja, wir waren, mein Vater, meine Mutter, wir waren eingeladen und es war sehr aufregend. Das erste Mal, dass ich in meinem Leben auf einer Bühne stand und sich dann verbeugten und so. Und es war das sehr, sehr spannend. Aber was viel toller war natürlich, ich kriegte einen Zwei-Jahres-Vertrag bei der DEFA. Und kriegte 200 Reichsmark, oder wie das damals hieß, im Monat. Das war aber nicht so interessant. Das war ja vor der Währungsreform, Geld war ja nicht so viel wert. Die sich noch erinnern, wissen, dass auf dem schwarzen Markt ein Pfund Butter 800 Mark kostete und eine Zigarette 5. So war das damals. Also, und ich bin auch einmal umgefallen während der Dreharbeiten. Und übrigens, falls Ihnen das aufgefallen ist, mir ist es heute aufgefallen. Ich habe den ganzen Film über dieselbe Hose, dasselbe Hemd und dieselbe Strickjacke angehabt. Mhm. Ich habe heute mal drauf geachtet, weil ich immer dachte, ich muss das mal irgendwie checken, weil da gibt es eine süße Geschichte. Nach dem ersten Drehtag kam ich wurde abgeholt zu Hause mit einem Opel P4 mit einem Holzvergaser. Mhm. Ja, also Willi und ich wurden abgeholt. Wie die anderen Kinder zum Drehen gekommen sind, weiß ich nicht. Und nach dem ersten Drehtag kam ich nach Hause und meine Mutter hat gesagt, naja, das ist aber sehr nett und so. Und morgen ziehst du aber was anderes an. Ne? Dann habe ich am nächsten Morgen was anderes angezogen und kam an und großes Entsetzen, wo denn das Hemd sei, was ich angehabt hätte. Ja. Anschlussfehler. Ich lernte also das erste Mal meine Mutter auch, was denn Anschluss sei. Und dann haben sie mir natürlich alles ausgezogen. Und ich kriegte dann irgendwas angezogen und das wurde mir dann immer als Kostüm, blieb das natürlich beim Drehen. Also das war, ja, meine Mutter sagt, das ist ja furchtbar, das Hemd kannst du ja nicht das zweite Mal anziehen. Ne? So. Naja, also so war das, ja. Naja, und vor allen Dingen, ich bekam als Elfjähriger damals die beste Lebensmittelkarte, weil ich automatisch zu den Künstlern zählte. Hm. Meine Eltern hatten die Karte 5. Das war, ja, also Schwerstarbeiter und Künstler bekamen die Lebensmittelkarte Nummer 1, was natürlich für meinen Elternhaushalt eine wunderbare Sache war. Wie gesagt, ich habe dann noch 2 Filme gemacht bei der DEFA und ich habe auch sofort... Und wieder 48 und die Buntkarierten. Richtig, das ging bis 1948, aber ich habe
ja schon bereits im Frühjahr 1947 am Schiffbauer Dammtheater gespielt, in einem Märchen, und habe dann mehrere Stücke da gespielt. Also von ab da ging dann so etwas wie eine, ja, Laufbahn will ich das nicht nennen, aber ich war bis man ich, kriegte Lust. Man, ja, bis 14, 15 war ich ganz unsicher und wusste nicht und so, aber als mit 15, 16 habe ich gedacht, es könnte ein Beruf werden. Es ist ja dann auch einer geworden, ja. Ja. Und das sind ja viele Kinder hier, aber besonders eindrucksvoll spielt auch der Willi. Ja. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ja. Wir hatten danach überhaupt keinen Kontakt. Ich habe mehrere Anfragen, also in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt, wo denn der abgeblieben sei. Ich weiß es nicht. Willi kam irgendwo auch aus einer ziemlich, meine, uns ging es ja allen beschissen, aber der kam auch aus einer ziemlich miesen Verhältnissen und ich weiß es nicht. Er ist jedenfalls, also in dem Beruf ist er nicht geblieben. Ich kenne überhaupt keinen von den Kindern, die da mit dem Beruf, aber das kann ich auch nicht beurteilen. Ja, ja, ja. Das heißt, es waren zu viele. Namensgeschichte und so. Und, ja. Ich habe irgendwann, der Brauer ist der Mädchenname meiner Mutter, den ich dann irgendwann übernommen habe. Schuld daran war so ein bisschen Erik Ode. Sagt Ihnen vielleicht noch was. Der eigentlich Odemar hieß, ne? Der eigentlich Odemar hieß, aber der eine große Karriere gemacht hat. Später als der Alte, Krimi oder Kommissar oder so. Der Alte, ja. Und der hat ja viele, der hat auch einige Filme gedreht und ich habe mit ihm einen gedreht in Hamburg, da war ich 17 Jahre, Kampf der Terzia, ein Jugendroman dieser Zeit. Und der sagte dann irgendwann zu mir, sag mal, willst du diesen Namen eigentlich behalten? Also Charles, weil Charles ist wirklich mein richtiger Name. Wie können Sie Ihrem Sohn einen so undeutschen Namen geben, wurde meine Mutter gefragt, 1935. Und aber das hatte mit meinem Vater zu tun, der hieß Karl und wurde aber in seinem Metier nur Charlie genannt und sein Sohn sollte halt Charles heißen. Gut. Und der Ode fragte mich dann, sag mal, willst du denn wirklich, so wie du aussiehst, wenn du ein richtiger Komiker-Gesicht hättest, ja, so irgendwie, dann würde ich ja Knetschke behalten, dann sollte ich mich Karl Knetschke nennen, das wäre doch komischer. Aber überleg dir doch mal, ob du nicht einen anständigen Namen dir aussuchst. Und dann habe ich dann irgendwann in den 50ern oder so. Übrigens, was mich wirklich, ich meine, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich habe den Film jetzt auch lange nicht gesehen. Vor dem Hintergrund dessen, was wir jeden Tag jetzt im Moment erleben, es ist fürchterlich. Bedrückend. Fürchterlich. Ja. Und ganz interessant ist, ich habe diese Alternative heute das erste Mal gesehen. Die kannte ich nicht. Aber das Ende des Films, den Sie gesehen haben, wenn die beiden Männer dann an die Tür klopfen und so weiter und so weiter, Lamprecht wollte eigentlich den Film enden auf dem Gesicht des Jungen mit der großen Frage, warum? Und die sowjetische Kulturadministration, die den Film ja abnehmen musste, damals so war das halt, denn auch in der DEFA saß ja ein russischer Kommissar an der Spitze erstmal, die haben gesagt, das geht so nicht. Das ist zu... Wir brauchen Hoffnung. Das, ne? Es muss hoffnungsvoll ausgehen. Es muss positiv ausgehen. Das ist alles in Ordnung, aber der Film endet zu tragisch und so weiter. Und ich habe das auch sehr viel später erst erfahren. Und dann haben wir das wohl den Nachdreh gedreht, dass es eine zweite Alternative gegeben hat. Keine Ahnung. Also ich habe es heute, wie gesagt, auch das erste Mal gesehen. Ja. Geht mir auch so. Ah ja, gut, ja. Ja, ja. Ja, vielleicht noch mal ein paar Worte zu den Schauspielern, die ich so genannt habe. Da möchte ich natürlich den Vater Harry Hinde mit noch als einen großen DEFA-Schauspieler nennen und Lotte Löbinger. Als Kind spielt man ja da also einfach mit. Aber, der Böse, der Böse Fritz Rasp war der Netteste.
Ja. Ja. War der absolut netteste. Mit dem habe ich mich am besten verstanden. Der war, also, das, mit dem saß man auf dem Schoß, der machte mit einem Späßchen, der erzählte. Der konnte zaubern. Ja, davon mal ganz abgesehen, diesen blöden Scherz, den er da immer machte. Ja. Aber. Ja, also der ist in meiner Erinnerung so von mir aus und so und sehr bewundert habe ich, aber das hatte später dann damit zu tun, ich habe meinen ersten Theaterabend, dass ich in einer Vorstellung gesessen habe, war im Deutschen Theater und da habe ich, war überhaupt mein erster Theaterabend, da habe ich Tartüffe gesehen. Mhm. Und da hat Paul Bild den Orgon gespielt, also eine große Rolle. Und ich habe Paul Bild dann später öfter auf dem Theater. Paul Bild war ein ganz, ganz großer, ganz großer Schauspieler. Für mich der beste Hauptmann von Köpenick deutscher Sprache, den es je gegeben hat. Trotz Harald Junke und allen anderen. Auch sehr gut. Aber Bild war. Lotte Löbinger, die ja sehr bedeutend auf einem anderen Gebiet dann war und so, das habe ich aber nicht so. Ich habe später mit ihr auch Theater gespielt, aber Kontakt oder so hatte ich nicht. Mit Hindemith auch nicht so sehr oder so, nicht? Aber wie hieß der Spruch in der DDR? Arbeite mit, denke mit, plane mit. Ja. Und Manfred Krug sagte dann immer, arbeite mit, denke mit, Hindemith. Hindemith hatte, war etwas war nicht so einfach wohl. Und Manfred kannte die natürlich alle gut. Ne? Klar. Okay. Aber Sie sind Schauspieler geworden und haben dann auch eine Ausbildung, ein Schauspielstudium gemacht. Ja, und dann im Grunde genommen das große Glück gehabt, wir können ja jetzt nicht über alles sprechen, aber was mich natürlich auch sehr beeindruckt hat, dass Sie bei Gustav Gründgens waren. Ja. Denn der machte ja auch ein besonderes Theater. Ich hatte Glück, auch natürlich, das gehört ja in meinem Beruf auch ein bisschen dazu, dass du immer in der richtigen Zeit an der richtigen Stelle bist, aber ich war ja auch nur kurz auf der Schauspielschule. Ich bin mitten im 10. Schuljahr von der Schule abgegangen, weil ich hatte, glaube ich, über 45, also über das Jahr 45, glaube ich, fast ein Jahr überhaupt keine Schule. Wir waren evakuiert, meine Mutter und ich, im Erzgebirge. Und auch in Berlin, bis die Schule losging, das dauerte alles ein bisschen und so. Und ich bin dann, um aufs Gymnasium zu gehen, wieder zurückgegangen in eine Klasse. Also ich hätte mein Abitur gemacht, da wäre ich 21 gewesen. Und dann ergab es sich eben mein Entschluss oder der Entscheid, dass ich eben doch Schauspieler werden wollte und auf eine Schauspielschule gehe. Das habe ich aber alles bei diesem Film, wo ich gerade erzählt habe, mit dem Erik Ode, Kampf der Terzier, da waren Schauspielschüler dabei. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich war 17 Jahre, überhaupt nicht, dass es eine Schauspielschule gab. Ich habe zwar schon Theater gespielt, aber eine Schauspielschule, dass man sowas lernen kann, keine Ahnung. Und die haben dann, einer von denen hat das dann vermittelt, dass ich bei Hilde Körber vorgesprochen habe, bei der Max-Reinhardt-Schule in damaligen West-Berlin und so. Und habe dann eine Probeaufnahme gehabt und bin aber auch nur 12 Monate auf dieser Schule geblieben, weil zu Hause bei mir ging es nicht so besonders gut und ich kriegte eine Anfrage aus Hamburg, ob wegen einer Rolle, vielleicht einer Rolle, und dann bin ich nach Hamburg gefahren mit gepumptem Geld und als ich ankam, gab es das Stück nicht mehr, weil sie das gecancelt hatten, also ich war vollkommen umsonst da und dann habe ich jedem, der es hören wollte oder nicht hören wollte, vorgesprochen und aus diesen Sachen sind dann 20 Jahre geworden und dann entstehen so, ich lernte dann einen Regisseur kennen, der war wiederum Oberspielleiter bei Gründgens in Düsseldorf. Düsseldorf und Gründgens kamen nach Hamburg und ich habe dann da vorgesprochen und das hat dann geklappt. Und dann war ich sehr lange am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Und Gründgens war für mich ein sehr wichtiger Mann. Rückblickend ist das natürlich alles etwas nebulöser und
Es war eine ganz andere Art, Theater zu spielen und eine ganz andere. Ich meine, Sie merken es auch hier an diesem Film. Wie ist es ja manchmal das Sentiment sehr spürbar oder wie so doch ein gewissen sentimentalen Drückerchen, die es bei dem einen oder anderen Moment des Films gibt und Zeiten verändern sich. Theater wird heute anders gespielt, Filme werden heute anders gedreht. Und so war das natürlich für mich eine riesen Erfahrung damals. Ich hatte vor allem, das Wichtigste war, dass es war ein tolles Ensemble. Ich hatte mit tollen Kollegen zu tun und konnte halt viel lernen. Das war eine ganz entscheidende Sache in diesem Beruf. Auf dem Bildschirm waren Sie auch schon sehr zeitig präsent. Und ich habe Sie schon ab 1957 gesehen. Ja. Als Heinz Schölermann, Familie Schölermann. Alle 14 Tage. Er durfte aufbleiben. Ja, ja, ja. Ich hatte meine Eltern im Griff. Ja, ja. Ja, ja. Das war eine Fernsehserie. Ich weiß nicht, ob sicher gibt es den einen oder anderen, der sich vielleicht auch noch erinnert. Das war die erste Familienserie des westdeutschen Fernsehens und. Es war ja live damals, es gab noch keine Aufzeichnung. Wir haben live eingespielt. Wir haben alles live gedreht, alles war live. Alles war bis 57, 58 oder so ging das. Bis 60 ging die Serie. Das war ein nettes, abgesehen von, wissen Sie, damals war das noch nicht so, man war zwar fürchterlich prominent, wir kriegten waschkörbeweise Autogramm bitten, aber immer mit der Hauptfrage, sind das nun, weil wir wurden nicht genannt im Abspann. Das war so gedacht, dass die Leute sozusagen in die Wohnung eine halbe Stunde einer Familie gucken und sind das nur bloß Schauspieler oder ist das die Wahrheit? Das ist natürlich alles Quatsch gewesen. Aber dann kommen solche Fragen, wie kommen Sie mit Ihrem Vater klar? Ja, ja, sicher. Und irgendwann, natürlich waren die Medien dann irgendwann scharf drauf und dann wurde das natürlich klar. Also gut, aber für mich war es vor allen Dingen deswegen spannend, besonders bis ich das Engagement hatte und ein festes Monatsgehalt, also das erste Gehalt meines Lebens, 1956. Und vorher war es natürlich ein angenehmer Zustupf, weil wenn man an einem Privattheater spielte, dann kriegte man 5 Mark am Abend. Und damit konnte man natürlich auch damals nicht so toll leben. Ne? Also insofern. Aber es gab auch Schauspieler, die 5 Mark zahlen mussten, damit sie mitspielen dürfen. Das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Gott sei Dank. Aber das war, insofern war das natürlich sehr angenehm, damals so eine Fernsehgeschichte zu machen und kriegte da ein bisschen Geld. Alles nicht vergleichbar mit dem, was da heute passiert. Ja, Film und Fernsehen war dann aber sozusagen parallel zu Ihrer Bühnenarbeit. Das habe ich immer gemacht. Ja, aber man wird ja wirklich erst prominent in der Fernsehlandschaft, wenn man einen Tatort-Kommissar spielen darf. Ja, das ist richtig. Das ist, aber das sind Serien oder es ist eben so eine Serie wie der Tatort, das ist ganz klar. Und das hat. Wie kamen Sie dazu, also und auch zu Manne Krug? Naja, das passiert, wie das in diesem Beruf so ist. Du machst irgendetwas. Ich habe einen Sechsteiler gedreht für den Norddeutschen Rundfunk. Das war so die erste Abenteuerserie, also war eigentlich keine Serie, war ein Sechsteiler. Und für den NDR. Und Manfred hatte zu der Zeit schon 3 Tatorte gedreht. Ja, ja. So ein bisschen immer mit dem Versuch, es als einsamer Wolf, so à la Columbo oder so, weil er hatte ja keine wirklichen Partner. Das funktionierte aber nicht so richtig, weil solche Bücher sind auch Drehbücher sind sehr schwer zu schreiben mit jemandem alleine. Und wenn Sie sich recht erinnern, Columbo erzählt ja immer sehr viel, was seine Frau ihm erzählt hat. Und so Otto der Hund. Also, das sind so, sagen wir mal, Informationsdinge, die
transportiert werden müssen, damit das Publikum Bescheid weiß, einigermaßen. Und dem NDR, diese Serie, die wir da gemacht haben, das war eine sehr tolle Rolle, die ich da gespielt habe. Und irgendwann wurde ich angerufen, ob ich mir vorstellen könne, mit dem Krug zusammen an der Seite oder mit ihm da als Kommissar rumzumachen. Naja, wissen Sie, in dem Beruf kann man sich alles vorstellen, wenn man neugierig genug ist. Dann sagt ja, warum nicht? Klar, komm, gut, dann müssen wir mal sehen. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ja, und das war sehr nett, in der Kantine vom Studio Hamburg, in Hamburg und so. Und dann, naja, Manfred kannte mich nicht, ne? Ich kenne nur Schauspieler, mit denen ich gespielt habe, so nach dem Spruch von ihm. Und ich wusste, wer er war. Ich wusste auch über seine Bedeutung in der DDR damals und so. Also ich wusste, dass er 77 rübergegangen war und so weiter. Das war mir alles klar. Ich wusste sogar von seiner musikalischen Karriere. Das war mir schon klar und so. Aber dann, natürlich fängt man dann erstmal an mit dem gegenseitigen Respekt. Aber Manfred hat dann auch sehr schnell gemerkt, dass er mit mir was anfangen kann. Ja, und daraus sind dann 16 Jahre geworden, die wir miteinander, es war erfolgreich. Das Publikum mochte uns. Und wir haben uns auch sehr schnell, sagen wir mal, getraut, an den Drehbüchern mit rumzufummeln rumzunölen und was Manfred sehr gut konnte, seinen dicken Finger auf die schlimmen Stellen eines Drehbuchs zu legen. Da war er viel besser als ich. Er konnte ja auch sehr gut schreiben. Er schrieb ja auch sehr gut, klar. Ja. Und insofern war das dann, und daraus ist dann auch eine Freundschaft geworden, sonst würde man es, also behaupte ich mal, ich glaube nicht, dass, so lange man, nicht aushalten, dass man 16 Jahre miteinander, wir waren ja viele, viele Wochen miteinander zusammen und das sitzt im Wohnwagen und wartest auch viele Stunden, bis du dann endlich drankommst und so, und da hat uns dann die Musik geholfen und aus der das Trällern, wir haben uns gegenseitig, wir haben natürlich sehr schön festgestellt. Ja, aber ihr habt dann in einer Folge plötzlich... das war natürlich nicht plötzlich, sondern weil wir unsere Freizeit im Wohnwagen sehr viel damit verbracht haben, uns gegenseitig was vorzutrellern. Und es ging dann immer so, ach, das kennst du auch, das kennst du und so, die ganzen amerikanischen Songs und so. Und die Dramaturgin, irgendwann kam die dann... Manfred hatte... das schon oft erzählt, aber Manfred hatte ja sogar mal den Vorschlag gemacht, dass wir, wäre doch ganz toll, wenn wir beim Polizeiorchester oder Polizeichor irgendwie mitmachen würden, das wäre doch sehr interessant, aber das fand der Norddeutsche Rundfunk ziemlich bescheuert und dann haben wir das gelassen. Kommissar hat ja keine Freizeit. Und dann haben wir aber, dann kam die Dramaturgin oder die Producerin dann auf uns zu und sagte, sag mal, warum nutzen wir das eigentlich, eure Singerei nicht und so. Und dann haben sie es irgendwann mal eingebaut und sie mochten das gerne. Und, und dann haben wir das halt gemacht, bis heute zur sehr erfolgreichen CD, die es immer noch gibt, wenn man will und so weiter und so weiter. Also insofern... Und wir hatten ja beide wahnsinnig viel Spaß damit, auch klar. Ne? Das hat uns auch viel Freude gemacht und war oft gegen die Haltung des Drehbuchautors, die dann oft fanden, es passt noch nicht so gut rein in ihr Werk, aber das haben wir doch immer ganz raffiniert und gut hingekriegt. Ja. Ja, als Manfred dann gestorben ist, dann haben Sie ja dann Konzerte auch gegeben mit seinen Liedern. Das fand ich sehr, sehr gut. Ja, das war eine Idee seines langjährigen Agenten und Managers. Und dass wir eine Hommage sozusagen auf die Beine stellen mit seinen Musikern. Über einen freue ich mich, dass er hier ist. Zicke!
Und Uschi Brüning und Fanny Krug und ich habe den Abend moderiert. Und das haben wir über 30 Mal immerhin gemacht. Und das hätte, glaube ich, Manfred sehr gefreut. Ja. Das muss ich schon sagen, ja. Das war doch, war sehr schön. Das war eine, war eine, war eine gute Sache. Ja. Ja, lieber Charles Brauer, Sie schreiben noch oder sind schon fertig? Also fast fertig, würde ich Nein, sagen. Nein, ich bin fertig. Fertig. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich habe fertig. Verlag. Ja. Ich habe fertig. Ja. Und ja, also wen es interessiert, im März gibt es ein Büchlein, das heißt Die blaue Mütze und andere Geschichten aus meinem Leben. Naja, da müssen wir doch eine Lesung machen im nächsten Jahr. Das könnten wir dann machen, ja. Ja, ja. Wir müssen ihn ja nach Berlin zurückholen immer ja, mal. Ja, es gibt bereits eine Idee, wie heißt das, die habe ich es gesagt, meiner Tochter habe ich es gesagt, wie heißt das Theater? Pfefferberg. Pfefferberg, und im Pfefferberg soll eine Lesung stattfinden. Naja. Also, da bin ich gefragt worden, ich kenne den Pfefferberg nicht, aber... Das ist ein guter Ort, aber Berlin ist groß. Ja, 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 gut, also okay. Also jedenfalls... Verträgt auch zwei Lesungen. Ja, ich fange jetzt sonst an, mich zu genieren, also bitte. Okay. Ja. Gibt es Fragen? Ja, gibt es Fragen? Ah, das habe ich geahnt, dass diese Frage kommt. Ich oute mich jetzt mal. Manfred konnte auch ganz nett Klavier spielen, aber natürlich lange nicht so, wie wir das, wie Sie das gehört und gesehen haben. Und ich kann überhaupt nicht Mundharmonika spielen. Aber das ist, wissen Sie, das hat mit dem Beruf zu tun. Wir machen ja eine Menge Dinge, wo Sie meinen müssen, dass wir das können, und es ist halt nur gut gespielt. Das, was Sie gehört haben, ist ein Virtuose auf diesem Instrument, der Baker heißt und in Deutschland lebender englischer Mundharmonika-Virtuose. Mhm. Und der am Klavier war es immer der Pianist von Klaus Doldinger, der das gespielt hat. Denn wir haben das natürlich immer vorher aufgenommen, als Playback. Und dann mussten wir uns dann nachher beim Drehen genau danach richten, was da vom was zu hören war. Das ist aber auch schon schwer genug, ne? Ja, aber das gehört zum Beruf. Gehört noch mehr Fragen? Gibt es noch eine andere Frage? Gibt es etwa noch Fragen? Gut. Also wenn nicht, bevor ich mich von Charles Brauer verabschiede, möchte ich darauf hinweisen, dass wir am Mittwoch um 18 Uhr die jüdische Filmwoche starten. Die Programme liegen draußen aus. Premiere ist mit dem Konrad-Wolf-Film Sterne. Und Gesprächspartner ist Hans-Eckhard Wenzel, Liedermacher, Sänger, Schriftsteller, der gemeinsam mit Antje Vollmer ein Buch über Konrad Wolf geschrieben hat. Und wirklich ein sehr guter Kenner der Filmgeschichte von Konrad Wolf ist, auch ein enger Freund des Drehbuchautors Angel Wagenstein. Das geht von Mittwoch bis Sonntag, und am Sonntag gibt es um 11 Uhr auch einen wunderbaren Dokumentarfilm über den jüdischen Friedhof, aber das Programm liegt aus. Ich möchte auf das druckfrisch gekommen die Ankündigung der Flyer für die Gedenkveranstaltung für Wolfgang Kohlhase, der ja am 5. September noch hier war und am 5. Oktober verstorben ist, ganz plötzlich. Wir zeigen den Film Der Aufenthalt, und wir haben als Gäste den Kameramann Eberhard Geig, den Hauptdarsteller Silvester Groth und noch zwei Darsteller des Films, Hans-Uwe Bauer und Rainer Heise. Also das ist am Mittwoch, den 23. November, und wir sehen uns beim ND-Filmclub wieder mit Verbotene Liebe am 30. November mit der Hauptdarstellerin Julia Brändler. Lieber Charles Brauer, es war wunderbar, dass Sie heute hierher gekommen sind.
nochmal großen Dank an Sie für diesen tollen Film. Und ich kann das nur unterstreichen, was Sie gesagt haben, dass eigentlich alle Filme, die den Krieg thematisieren, die sieht man heute nochmal ganz anders. Und die erinnern uns auch an die große Botschaft, die Gerhard Lamprecht hatte. Das ist ja die Szene, wo der Vater diesen Panzer zertritt, nie wieder Krieg. Damit ist die DEFA auch angetreten, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und viele dieser frühen Filme, aber auch immer wieder spätere Filme, haben sich dieses Mottos sozusagen bedient und es war die Botschaft. Herzlichen Dank, bleiben Sie gesund und ich würde mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr mit dem Buch was machen können. Applaus